Man muss sich immer im Klaren sein, KI ist eigentlich die Spitze des Eisbergs. Ich kann KI erst dann anwenden, wenn ich sehr, sehr viele andere Hausaufgaben gemacht habe. Und zu diesen Hausaufgaben gehören auf der einen Seite gute, verschwendungsarme Prozesse, auf der anderen Seite überhaupt erstmal digitale Prozesse. Und wenn ich digitale Prozesse lange am Laufen habe, dann habe ich irgendwann einen Datenschatz und auf diesem Datenschatz kann ich dann eben auch mal KI anwenden. Das heißt sehr konkret, es gibt einige Punkte, die man da, glaube ich, beachten muss und auch gut kann. Das erste ist das Thema Kommunikation und Transparenz. Das heißt, wir müssen es schaffen, innerhalb des Einführungsprozesses solcher Systeme wirklich die Mitarbeiter regelmäßig und ausführlich zu informieren. Wir müssen versuchen, eine sehr offene und transparente Kommunikation zu erreichen. Dann nehme ich eine Menge schon mal raus. Wenn ich weiß, über was geredet wird, warum was eingeführt wird, dann hilft mir das einfach auch gleichzeitig ein bisschen, ja, so dieses etwas negative Gefühl vielleicht wegzukriegen. Das heißt sehr konkret, es gibt einige Punkte, die man da, glaube ich, beachten muss und auch gut kann. Das erste ist das Thema Kommunikation und Transparenz. Das heißt, wir müssen es schaffen, innerhalb des Einführungsprozesses solcher Systeme wirklich die Mitarbeiter regelmäßig und ausführlich zu informieren. Wir müssen versuchen, eine sehr offene und transparente Kommunikation zu erreichen. Dann nehme ich eine Menge schon mal raus. Wenn ich weiß, über was geredet wird, warum was eingeführt wird, dann hilft mir das einfach auch gleichzeitig ein bisschen, ja, so dieses etwas negative Gefühl vielleicht wegzukriegen. Also es ist natürlich wichtig, die Anforderungen der Beschäftigten zu berücksichtigen, auch ihre Sorgen und Ängste zu nehmen und so weiter. Und eben natürlich im Sinne von Schutz, von Sicherung von Wissen auch der Beschäftigten, eben auch die Möglichkeit zu geben, dieses Wissen in diese Systeme reinzubringen. Aber wir müssen natürlich auch, und das sind wieder Fragen des demografischen Wandels, wir müssen sicherstellen, dass Wissen von Menschen, die vielleicht bald aus dem Berufsleben ausscheiden, auch in irgendeiner Weise in solche Systeme münden. Diese ganzen Themen, die kann man eigentlich nur erreichen durch einen menschzentrierten Entwicklungs- und Gestaltungs- und Einführungsprozess. Ja? Und weil wir natürlich immer sicherstellen müssen, dass wir hier nicht einfach nur Anforderungen annehmen, sondern dass wir sie auch tatsächlich von den Beschäftigten erfahren, ja, erheben und sie die direkt in den Prozess einbringen können. Ja, sonst entwickelt man eben an den Menschen vorbei und dann werden die Systeme nicht genutzt. Der wichtigste Erfolgsfaktor in meinen Augen ist es, von Beginn an alle Mitarbeiter, die später diesen Use Case auch nutzen werden, direkt ins Projekt mit einzubeziehen. Die Mitarbeiter sind am nächsten dran an ihrer Tätigkeit und haben später den größten Nutzen von diesem Projekt. Darum ist es sehr wichtig, diese auch direkt von Anfang an schon mit im Projekt einzubinden und um später das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Durch die frühe Integration der Nutzenden schon als die ersten Prototypen der einzelnen KI-Cases fertig waren, konnten wir das Feedback sofort einarbeiten. Auf der einen Seite hat das eben die Akzeptanz gesteigert, weil wir auch kleine Schritte zeigen konnten und somit auch die Angst vor dieser neuen Technologie nehmen. Das ist nichts anderes, als man schon mit dem eigenen Smartphone erfährt. Auf der anderen Seite konnten wir aber deswegen auch abbiegen oder in die richtige Richtung abbiegen, wenn wir gemerkt haben, wir sind eigentlich falsch unterwegs. Wir konnten somit den Nutzen deutlich erhöhen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Akzeptanz erhöht, indem wir eben Angst genommen haben, auf der anderen Seite aber eben auch das Produkt verbessert haben und deswegen einfach besseren Nutzen stiften können. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man zu früh die Mitarbeitenden integriert und eben einen unfertigen Prototypen zeigt, dann haben wir auch das Problem, dass wir eher das Gegenteil von Akzeptanz schaffen, weil wir dann einfach Ablehnung finden, weil das Produkt schlecht ist. Und ein schlechtes Produkt zu zeigen, kann eher die gegenteilige Wirkung haben, sodass man hier tatsächlich abwägen muss, ab wann geht man in so eine Art Beta-Phase, in der man tatsächlich auch das Feedback der Nutzenden einarbeiten möchte. Dafür muss man auf jeden Fall einen gewissen Stand erreicht haben. Das Feedback der User ziemlich kurzzyklisch auch in die Entwicklung mit einzubinden, war ein Erfolgsfaktor, eben weil dadurch die Akzeptanz der Nutzenden sehr stark gesteigert werden konnten. Einerseits wurde durch das Feedback, welches eingearbeitet wurde, die Qualität
also der Nutzen der entwickelten Lösung sehr stark gesteigert. Andererseits wurde durch die Einbeziehung der Nutzenden natürlich auch deren Akzeptanz gesteigert, weil sie das Gefühl hatten, dass sie in dem Entwicklungsprozess involviert waren. Dass das also nicht nur ein Produkt war, was denen von außen serviert wird, sondern etwas, das sie selber mitentwickelt haben, selber mitgeschaffen haben, wo sie selber im Entwicklungsprozess beteiligt waren. Bei der Kommunikation mit potenziellen Entwicklungspartnern ist extrem wichtig zu verstehen, dass die Entwicklungspartner aus einer rein technischen Perspektive auf das Problem schauen. Für die ist es erstmal nicht ersichtlich, was denn später tatsächlich mit dem Tool passieren soll und wie das Tool deswegen bestmöglich den Nutzen unterstützen kann. Deswegen ist es auf der einen Seite wichtig, das einmal sehr genau zu dokumentieren, was wollen wir von diesem Tool, dann aber eben auch möglichst früh zu versuchen, in kleinschrittigen Produktinkrementen zu zeigen, und zu challengen, hat die Entwicklung das richtig umgesetzt, was der Nutzer tatsächlich von ihnen wollte. Und das ist ein sehr hoher Kommunikationsaufwand und dafür ist es notwendig, jemanden als Projektleitenden zu haben, der diese beiden Welten miteinander verbinden kann und tatsächlich auch die Brücke schlagen kann zwischen sehr technischen Anforderungen und eben sehr inhaltlichen Anforderungen und sozusagen als Übersetzer fungieren kann. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass der Stakeholder und der Entwicklungspartner sich regelmäßig austauschen. Dies ist im Entwicklungsprojekt sehr, sehr wichtig, da man nie genau weiß, in welche Richtung sich dieses Projekt entwickelt. Und dadurch kann man dann immer einen Stand abgleichen von den verschiedenen Parteien. Außerdem ist auch noch der Anwender an sich sehr wichtig, immer mit reinzunehmen, um einfach die Akzeptanz später beim Mitarbeiter selber auch hochzuhalten. Erfolgskritisch für die Annahme und die hohe Akzeptanz von KI-Lösungen ist es, auf der einen Seite den Ängsten zu begegnen, ganz am Anfang, was wir einfach gemacht haben, indem wir sehr viel erklärt haben, sehr viele kleine Schritte schon präsentiert haben. Auf der anderen Seite waren wir in manchen Projekten damit zu früh, sodass wir sehr unfertige Lösungen präsentiert haben, die einfach schlecht waren. Und die wurden dann auch erstmal nicht akzeptiert, auch wenn wir sie danach deutlich verbessert haben, weil die einfach von vornherein ein bisschen verbrannt waren. Das heißt, unsere klare Empfehlung ist es, ja, wir müssen möglichst früh zu den Nutzenden, aber eben erst mit etwas, wo man sich vorstellen kann, was wird tatsächlich das Endergebnis sein und eben auch das erste Mal das Gefühl habe, ja, das wird mich eben auch als Person unterstützen. Gerade in der Entwicklungsphase haben wir im Projekt gemerkt, dass das Kennzeichnen und Einordnen von Daten eben besonders wichtig ist. Vorab kann dadurch Use Cases wirklich sehr gut erschlossen werden. Und auf dem Weg zur Entwicklung dieser Use Cases haben wir eben auch gemerkt, welche Daten noch nicht optimal gekennzeichnet und eingeordnet sind. Und diese Potenziale können jetzt zukünftig, dadurch, dass wir uns mit dieser komplexen Technologie KI auseinandergesetzt werden, für weitere Projekte erschlossen werden. Das finde ich persönlich wirklich spannend. Ich bin ein Fan davon, Tools nicht sofort komplett im ganzen Unternehmen auszubreiten. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, diese Tools erst einmal intern zu testen. Somit kann ich die ersten großen Probleme beseitigen. Dadurch steigt später die Akzeptanz der Mitarbeiter, da schon mal die wichtigsten Probleme behoben sind. Wir bei Scherzinger gehen hier immer nach dem Motto vor: Punkt, Linie, Fläche. Als erstes testen wir das System mit einem sogenannten Testteam. Anschließend wird das Testsystem auf weitere Linien, Montagelinien ausgebreitet. Und sobald ich dort auch wieder ein positives Feedback habe, wird es dann erst im ganzen Unternehmen ausgebreitet. Gerade bei der Einführung der Lösung für die Nutzenden ist erfolgskritisch, dass eine gute Kommunikation und ein gutes Erwartungsmanagement betrieben wird. Nutzende wollen eben am Nutzen abgeholt werden. Das heißt, etwas, was ihnen im täglichen Alltag hilft, ist besonders vielversprechend. Gerade wenn das auch noch gut kommuniziert wird, haben wir hier große Erfolge erzielt.
Das Werkerassistenzsystem wurde von den betreffenden oder nutzenden Personen sehr gut angenommen. Es wurde alles sehr kritisch begutachtet und aus dieser kritischen Begutachtung haben wir dann auch immer neuen Input von den Beteiligten bekommen, sodass wir unser Projekt oder unser Forschungsprojekt stetig weiterentwickeln konnten und noch lange nicht am Ende sind. Gerade in der Go-Live-Phase sind Multiplikatoren, also Vervielfacher der Lösung, besonders wichtig. Wir haben gemerkt, wenn der Nutzen da war für die Personen, die es angewendet haben, dann haben sich andere Abteilungen auch gefragt, können wir so eine ähnliche Lösung haben? Das können wir doch auch. Und so konnten wir eben jetzt schon ein Projekt weiter ausrollen in die nächste Abteilung und hier neuen Nutzen erschließen. In der Projektphase hat besonders gut geholfen, in der Kommunikation zwischen Programmierenden und Ausführenden, dass wir die Mitarbeiter in den Regeltermin mit integriert haben und natürlich vorgelagert eine klare Zielformulierung, dass sich jeder daran ausrichten konnte. Speziell für kleine Unternehmen lohnt es erstmal nicht, eigene KI-Kompetenzen aufzubauen. Das Thema ist viel zu groß und das sind ganze Studiengänge, ganze Universitäten, ganze Unternehmenszweige, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das hat also erstmal wenig Wert. Was allerdings wichtig ist, ist tatsächlich die Kompetenz aufzubauen, mit Experten zu sprechen, die KI dann für einen umsetzen können. Das bedeutet, ich brauche schon Leute, die in der Lage sind, interessante Use Cases zu identifizieren, Data-Driven Thinking im Unternehmen verankern können, um dann an der richtigen Stelle zu merken, hier würde es sich lohnen, auf externe Partner zuzugehen und mit diesen externen Partner gemeinsam eben dann eine Lösung für das eigene Unternehmen umzusetzen. Für den Start ist das Zugehen auf Externe, auf Beratungen, auf Universitäten, auf Implementierungshäuser für KI absolut notwendig. Am Anfang kann ich diese Kompetenz nicht haben. Wenn ich jetzt jahrelang allerdings KI-Use Cases mit externer Hilfe umgesetzt habe, komme ich an den Punkt, dass ich eigentlich selbst besser wüsste, wie es weitergehen müsste. Und spätestens jetzt muss ich eigene Kompetenzen aufbauen, um diese KI-Lösungen selbst entwickeln zu können. Und jetzt lohnt es sich eben auch, eigene Teams zu bestücken, eigene Programmierer einzustellen, eigene Data Scientists einzustellen, um diese Lösungen tatsächlich auf ein höheres Level zu heben, um damit tatsächlich dann auch Wettbewerbsvorteile zu sichern. Wir haben häufig gesehen, dass eine KI zu entwickeln, das Ziel war des Projekts, das Vorgehen des Projektes sich aber lange Zeit nicht um KI gedreht hat, sondern vor allem sich um Daten gedreht hat. Der Weg zur KI ist nämlich ein recht langer Weg. In erster Linie braucht man natürlich einen Prozess und funktionierende Geschäftsprozesse, um darauf dann aufbauen zu können. Diese Prozesse muss man dann auch mit gewisser Hardware ausstatten, um eben erstmal Daten zu schaffen. Diese Daten müssen dann zentral gesammelt werden, gespeichert werden, bevor sie dann überhaupt weiterverarbeitet werden können. Dann ist der nächste große Schritt eben diese Weiterverarbeitung, wo sich dann auch ein sogenannter Data Engineer lange Zeit mit den Daten auseinandersetzen muss, potenziell auch wieder Schleifen zurückdrehen sollte zu den Hardware-Schnittstellen und vielleicht auch neue Sensoren anbringen müsste. Und erst der letzte Schritt ist wirklich basierend auf den Daten, die man hat, auch eine KI zu entwickeln. Das Potenzial für weitere KI-Projekte sehe ich ganz klar bei uns im Unternehmen. Auch die Umsetzung in Unterstützung durch externe Dienstleister sehe ich als den richtigen Ansatz, weil wir als Pumpenhersteller einfach die Experten sind und für andere Themen halt an der Stelle sinnhaftigerweise auf externe Unterstützung zurückzugreifen ist.